Hoi ho und herzlich willkommen zu einem weiteren RPG Maker Review hier live aus der Staubstube. Es geht um Stürmische Tage, das 2012 von Cloud 888 entwickelt wurde. Stürmische Tage kann man grob in die Genres Romantik, Action und Fantasy einordnen. Vor allem Romantik, daran sollte man sich aber halten, wenn man Interesse an diesem Projekt hat. Die Spielzeit schätze ich etwa auf 3-4 Stunden nach 2-3 Durchläufen und die Engine ist natürlich der RPG Maker 2003. Damit wurde das Spiel entwickelt, es ist selbstverständlich kostenlos und noch immer zu bekommen. Womit wirbt Stürmische Tage vor allem? Was ist es, das dieses Spiel ausmacht? Das ist zuvorderst erstmal lesbische Heldinnen. Das sind die lesbischen Heldinnen, die hier das Alleinstellungsmerkmal darstellen. Lesbische Heldinnen in einem Pixel-RPG. Wem dieses Konzept genügt, um ein paar Stunden ulkig herzlichen King-Shame-Spaß zu haben und wer zudem noch Bande zur Anime-Kultur und ihren Stereotypen hat, der könnte halt mit Stürmische Tage einen alten Geheimtipp entdecken. Alle anderen schütteln erstmal den Kopf und hören mir weiter zu. RPG-Maker-Spiele sind in ihrer Grundessenz mal Final-Fantasy-Klone gewesen, ne? Bis heute wird dieses ganz eigene Medium von Pixelspielen daher von Genre Adventure, Fantasy, Action oder auch Comedy geprägt. Es gibt viele Horror-RPGs, manche Sci-Fi-Spiele, eher wenige Thriller. Was es aber so gut wie gar nicht gibt, sind Romantik-Maker-Spiele. Das Romance-Genre, was sowohl in Büchern als auch Serien und Anime, um nur einige zu nennen, ein Zuhause hat, ist der Maker-Szene fremd. Deutsche Veröffentlichungen mit dem Fokus auf den Gefühlen zwischen zwei oder mehr Personen kann ich an einer Hand abzählen und zwei Finger davon gehören den Visual Novels von Rosa Kanina, die nur auf dem Papier dem Maker zugeordnet werden können. Umso verblüffender war 2012 das von Cloud 8888 vorgestellte Projekt, sehr sperriger Name, Cloud 8888 vielleicht auch, das gleich in mehrerer Hinsicht ein Novum darstellte. Ausgeschriebenes Romantik-Game, ne? Bisschen Action, na gut, aber es ging um Liebe. Liebe, es ging um die Liebe in einem Makerspiel, das war besonders. Aber es musste lesbische Liebe sein, zwischen Quasi-Elfinnen mit Anime-Ästhetik und Harem-Charakter. Oh, und natürlich noch die unterliegende LGBT-Propaganda, um das Ganze zu rechtfertigen und irgendwie zusammenzuhalten. Stürmische Tage war extrem besonders, aber nicht extrem erfolgreich, sodass das Kurzspiel ein Geheimtipp blieb. Als ich es vor 5 oder 6 Jahren zum ersten Mal spielte, war ich hellauf begeistert. Vor wenigen Monaten dann habe ich es nochmal gespielt und frage mich jetzt, was steckt hinter den vielen Schlagwörtern? Da möchte ich mit euch drüber reden. Gott ist lesbisch. In einem fiktiven Deutschland typischen Mittelalters gibt es eine aufstrebende Religion unter der Göttin Leondra, die Religion der gleichgeschlechtlichen Liebe. Wer das sogenannte Ritual mit einem Partner oder einer Partnerin ablegt, bekommt spitze Elfenohren und ist so denn mit seinem Geschlechtsvetter auf ewig verbunden. Der Kaiser allerdings sieht dies gar nicht gern, da er den Akt zwischen homosexuellen Menschen als Todsünde ansieht. Caitlin und Katharina sind zwei Kriegerinnen, die sich ganz toll lieb haben. Vielleicht auch ein ganz klein wenig mehr als andere Mädchen in ihrem Alter. Caitlin lebt allein mitten im Nirgendwo, friedlich vor sich hin, bis eines Tages Katharina zu ihr stößt und sie benachrichtigt, dass der Kaiser mit einer Armee Richtung Burg Nordlich zieht. Die selbsternannte Glaubensfestung der Elfengöttin, hinter deren Mauern all jene Homosexuellen ein Zuhause finden, die im restlichen Land diskriminiert und gejagt werden. Caitlin muss sich ihren alten Kameraden wieder anschließen, um zusammen mit ihrer geliebten Katharina das Recht auf freie Liebe gegen den Kaiserpapst zu verteidigen. Feminismus gegen Objektifizierung. Stürmische Tage könnte in seiner Grundbotschaft so wunderbar charmant und pädagogisch wertvoll sein. Die homosexuelle Ehe ist genauso legitim wie jede andere. An gleichgeschlechtlicher Liebe ist überhaupt nichts falsch, im Gegenteil, sie kann etwas sehr Schönes sein. Hetze gegen Randgruppen und LGBT sind dumm und beschränkt.
Es ist ein starkes Spiel für diese Thematik. Naja, wäre, wenn nicht unter allem der sich permanent aufdrängende Verdacht eines wahr gewordenen Sabbatraums voller Lesben-Service liegen würde. Jede Frau in stürmische Tage ist lesbisch. Zumindest jede junge, attraktive Frau. Mal von den beiden weiblichen Heldinnen abgesehen, alle namhaften Nebencharaktere sowie annähernd jeder weibliche NPC. Homosexuelle Männer sieht man kaum. Die Dialoge sind eigentlich purer Fanservice ohne rechte Konsistenz. Die Tatsache, dass verheirateten Leondra-Gläubigern nach der Zeremonie Elfenohren wachsen, erscheint vollkommen wahllos und lässt nur den Schluss zu, dass es sich dabei um eine Vorliebe handelt. Ständig schmeißen die Damen sich Anzüglichkeiten und indirekte Aufforderungen zum Koitus entgegen. Wirklich, es ist so. Was will uns stürmische Tage damit sagen? Dass das althergebrachte Klischee, lesbische Frauen wären immer und überall willig, doch wahre Wurzeln hat? Den spitzohrigen Vogel abgeschossen hat das RPG damals aber mit den für den deutschen Markerraum beinahe einzigartigen Sexszenen zwischen den Protagonistinnen. Pixel-Sexszenen. Diese waren sehr explizit und sehr seltsam inszeniert, sodass sie eher albern als irgendwie schön wirken. Und objektifizierend, das darf man dabei nicht vergessen, auch wenn es nur Pixelgrafik ist und war. Ist stürmische Tage eine kleine Leuchtfackel des Feminismus oder doch eher ein verklebtes Fanpaket für Anhänger weiblicher Fortpflanzungsversuche? Man darf sich dessen unsicher sein, im Zweifel also beides. Bei Karies fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Stürmische Tage ist vor allem eines. Süß. Herzerwärmend süß und liebenswert. Die Dialoge zwischen den Liebenden sind, so einfach und schlicht sie auch geschrieben sein mögen, alle blüschig pink und in bester Cute-Service-Manier gehalten, sodass man hier glücklicherweise mit jedwedem Zynismus verschont bleibt. Das ist wirklich erfrischend. Man mag ja von der sehr gewollten Romantikebene zwischen allen weiblichen Charakteren halten, was man möchte. Aber wenn man sowas mag, was ja vollkommen legitim ist, ich zähle mich da auch dazu, dann ist stürmische Tage schon eine sehr runde Sache. Ne? Da kann man es dann auch eher verzeihen, dass die Texte voller Rechtschreibfehler und grammatikalischer Beinbrüche sind. Das stört dann im Gesamteindruck nicht so sehr, wenn es um die Blüchigkeit geht. Liebe macht hübsch. Optisch bietet stürmische Tage für Fans von Retro, für Retro-RPGs natürlich, für Fans von dieser Pixel-Optik, eine gelungene RTP-Ästhetik, die mit einem schön gestalteten Burg-Nordlicht, tollen Charakter-Edits und vielen bunten Farben aufwartet, um den inhaltlichen und stilistischen Anime-Einschlag zu unterstreichen. Falls ihr euch fragt, was RTP ist, das ist ein Set von Standardgrafiken, die im Maker sehr oft vorkommen, vor allem in den älteren Makern. Stürmische Tage hat dieses Set genommen und sehr sinnvoll und hübsch erweitert. Das funktioniert im Großen und Ganzen gut. Die Facesets bzw. die Gesichter und den Textboxen der Charaktere, der relevanten Personen, sind in dieser Richtung mal mehr, mal weniger hübsch. Zwar geben sie insgesamt ein stimmiges Gesamtpaket ab, leiden jedoch unter wahllosen Stilmixen. Na, also da werden oft grafische und optische Stile wild durcheinander geworfen bei den Gesichtern. Dennoch ist Stürmische Tage visuell für sein Genre weitestgehend gut gealtert. Viele kleine Animationen und vor allem der animierte Titlescreen mit dramatischer Musik werten die Erfahrung weiter auf. Abzüge in der B-Note. Das Gameplay dieses Spiels ist so mangelhaft, wie seine Dialoge niedlich sind. Stürmische Tage ist nicht lang und seine Spielzeit füllt es neben Dialogen und Sexszenen vor allem mit Kämpfen, hakeligen Minispielen und anspruchslosen Fetch-Quests. Das eigene Action-Kampfsystem ist das größte Manko des Erstellers Cloud 8888, da es sich auch heute noch sehr ungenau und unberechenbar spielt. Bevor man sich versieht, hat man den Game-Over-Screen vor Augen, ohne so recht zu wissen, was gerade passiert ist. Die wenigen Minispiele, welche zur Auflockerung eingestreut werden, funktionieren nur mit knapper Not und wurden mehr schlecht als recht gescriptet, und das merkt man auch. Sie spielen sich unbeholfen und passen nicht so zum Rest der windelweichen Romantikerfahrung. Ich habe es angesprochen,
Stürmische Tag ist leider sehr, sehr kurz. Das Spiel spielt sich trotz seines mangelhaften Kampfsystems relativ flott durch. Viel mehr als Burg Nordlicht wird man aber nicht sehen. Und das ist tatsächlich schade. Das Gameplay und die groben Eckpunkte dieses 2012 erschienenen Spiels waren ungeschliffen. Die Idee und die Umsetzung größtenteils, aber erfrischend und liebenswert. Die Charaktere pflegen teilweise Beziehungen zueinander, über die man gern mehr erfahren würde. Und die Vergangenheit der Protagonistinnen spielt in der Handlung eine wichtige Rolle. Dieses fiktive Deutschland mit seiner fiktiven Religion in hübscher Grafik hätten das Potenzial geboten, ein längeres Spiel daraus zu machen oder zumindest einen würdigen Nachfolger zu liefern. Das ist leider nicht passiert. Vom Konsum von Stürmische Tage 2 kann ich wirklich nur jedem abraten. Diesem Spiel fehlt jeglicher Charme des ersten Teils. Teil 1 jedoch, der hat auch heute noch seine Existenzberechtigung. Vielleicht nicht für jeden, aber für manche. Und das reicht doch manchmal auch aus. Fazit. Wer ein süßes, von östlichen Einflüssen geprägtes Kurzspiel im Stil eines Harem-Anime ohne Männer möchte, bei dem jeder Dialog einen grinsen lässt, entweder aus Wärme oder aus Fremdscham, der kann Stürmische Tage für seine 3-4 Stunden ausprobieren. Man muss albernen Pixel 6 abkönnen und sich durch ein unbeholfenes Kampfsystem beißen, wird dafür meiner Meinung nach aber mit einer rosanen Romantik-Spielerfahrung belohnt, von der man halten kann, was man will, die aber bis heute einzigartig im deutschen Maker-Raum ist und wohl bleiben wird. Ich selbst hatte das Spiel von damals definitiv in meiner Erinnerung verklärt. Die Dialoge sind trotz ihrer Niedlichkeit infantil, die Story ist hauchdünn und das Gameplay störend. Dennoch habe ich einen weichen Fleck für Stürmische Tage. Und es ist vielleicht genau dieser weiche Fleck, den Cloud 8888 bedienen wollte. Auf das wir uns alle Elfenohren wachsen lassen, in Einigkeit und freier Liebe. Für mich sind es 6, starke 6 von 10 Punkten für Stürmische Tage. Vielen Dank, dass ihr auch bei diesem RPG Maker Review dabei wart. Alle relevanten Informationen und Links findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Review, hier in der Staubstube mit Joraiko. Bis dann.